Ja, mein Name ist Martin Brunner. Ich habe selber beim OpenStreetMap miteditiert und war dann einfach irgendwann neugierig, wie das die verschiedenen Portale und Apps darstellen. Habe dann relativ ausgiebig verglichen und mir dann gedacht, ja, wieso vielleicht nicht mal da präsentieren. Vielleicht interessiert es andere auch. Und jetzt werde ich dann im Verlauf der Präsentation eben die verschiedenen Darstellungen von OpenStreetMap zeigen, dann auch mit anderem Kartenmaterial vergleichen und darauf eingehen, was das dann im Hinblick auf Wandern und Radfahren bedeutet. OpenStreetMap, glaube ich, selber werden hier wahrscheinlich die meisten kennen. Es ist sozusagen wie die Wikipedia für Karten, da können alle mit editieren und das ist eben die Ansicht von einem Editor. Und da kann man eben die Wege einzeichnen. Und jetzt habe ich dann gleich ein Beispiel rausgenommen. Das ist zum Beispiel in Übelbach bei Graz, bei der Ruine Waldstein, da kann man wandern. Da sieht man jetzt Google Maps, da sieht man keinen Weg zur Ruine. Also weiß man nicht, wie man hinkommt, aber wenn man dort ist, kann man sich auf alle Fälle bewerten. Dann. Und ja, dann gibt es noch die österreichische Karte. Das ist das amtliche Kartenwerk Österreichs. Das gibt es in manchen Apps, wie zum Beispiel Bergfex, kann man so diese Kartenmaterial zusätzlich verwenden. Und jetzt kommen wir dann schon zu OpenStreetMap. Noch nicht. Okay. Das ist auch noch eine kommerzielle Karte. Das ist die Kompass-Wanderkarte. Die ist für die Übersicht, für die grobe Übersicht sehr schön. Da sieht man natürlich gleich den Wanderweg, den Fahrradweg und die Ruine. Und jetzt kommen wir zum OpenStreetMap. Das ist dann das OSM. Die Open-Source-App schlechthin für OpenStreetMap. Hier habe ich dann, also sie muss nicht immer so ausschauen, es gibt verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Hier habe ich konkret die Wanderwege eingeblendet und auch die Wikipedia-Einträge. Und man sieht bei der groben Übersicht, ist es noch nicht ganz perfekt. Die Ruine, die ist dann erst sichtbar, wenn man weiter reinzoomt. Dafür ist sie allerdings top aktuell, also in dem Fall, wo wir dort waren, war die Ruine nicht zugänglich und das kann man natürlich in OpenStreetMap sehr aktuell eintragen. Dann die Bergfex-Karte, man sieht eher, die ist auch sehr aufs alpine Wandern schon ausgerichtet, da kommen die Berge relativ klar heraus. Und dann rechts unten, da gibt es noch MAPI-CZ, die haben eine sehr schöne Darstellung vom OpenStreetMap-Material. Ja, also von weiter weg sozusagen war die Übersicht jetzt je nach Darstellung nicht so perfekt, aber wo OpenStreetMap seine Stärken ausspielt, das ist natürlich bei den Details. Hier sehen wir den Schlossberg von der österreichischen Karte, dann von der Kompass-Wanderkarte, also man sieht, diese einzelnen Wege sind da eigentlich nicht erkennbar. Da sind wir so bei OSM End, da haben wir dann wirklich die Wege und sogar die Rundgänge, also die Rundgänge, die es gibt, den gelben Weg, den blauen Weg, wie es am Schlossberg gibt, da haben wir wirklich alle Details drin und alle kleinen Verbindungswege. Und das ist noch einmal eine andere Darstellung vom OpenStreetMap-Material von MAPI-CZ. Ja, also wir sehen die Stärken im Detail. Jetzt werden wir den Grazer Schlossberg dann verlassen, daher, okay, noch nicht. Da habe ich nochmal probiert zusammenzufassen, das sind jetzt die Apps, die sozusagen Wandermaterial haben. Da sieht man eigentlich, wie viele auf dem OpenStreetMap-Material aufbauen. Und dann gibt es die wie Google Maps oder Bing, die für sich selber stehen, jetzt eben nicht unbedingt fürs Wandern sind. Die Kompass-Wanderkarte gibt es sozusagen als kommerzielle Lösung. Und man sieht, es gibt auch Apps wie Outdoor Active, da kann man in der App dann umschalten zwischen OpenStreetMap und anderen Karten. Outdoor Active ist auch das Portal, das der Alpenverein für seine Alpenverein Aktiv-App hat und auch die Naturfreunde. Ja, aber man sieht, das baut schon sehr viel auf OpenStreetMap auf. Gut, dann gibt es noch sehr universelle Apps. Rechts unten habe ich die eingeblendet, auf die geht er nicht genauer ein. Und jetzt gehen wir eben dann eher ins Bergland. Daher noch der Sicherheitshinweis. Sich natürlich immer vor Ort schlau machen, wo die Wegweiser gehen, wo die Bäume markiert sind. Dann gibt es natürlich auch Themen, die ich jetzt da nicht weiter behandle, wie richtig oder falsche Wanderausrüstung oder das Wetter oder gefährliche bis lästige Tiere. Und dann gehen wir gleich einmal wichtig zu den Legenden, weil wichtig ist, dass man sich mit der Legende vertraut macht vom Kartenmaterial.
Es ist natürlich schon gut, wenn das Kartenmaterial auch ohne Legende recht selbsterklärend funktioniert, aber wir werden hier Beispiele sehen, wo es nicht so schlecht ist, wenn man die Legende, wenn man sich die anschaut, die ist teilweise natürlich recht komplex und je nach Portal versteckt oder gut auffindbar. Dann gibt es gleich eben ein Beispiel, das in den Medien war. Da haben Lehrer aus irgendeinem Internetportal eine Wanderung genommen und sind sie gleich mit 99 Schülern gegangen, mussten dann vom Berg gerettet werden. Und da schauen wir jetzt an, was OpenStreetMap zu dem Weg sagt. Also hier sieht man rot den Weg eingeblendet und da ist zum Beispiel der Schwierigkeitsgrad im Kartenmaterial angegeben mit T5, das heißt anspruchsvolles alpines Wandern. Unten steht es noch einmal SAC, das ist vom Schweizer Alpenclub, soweit ich weiß, die Skala, und da steht noch einmal Demanding Alpine. Das heißt, das Kartenmaterial gibt es grundsätzlich her, dass das ein anspruchsvoller Weg ist. Wie das in der Praxis ausschaut, vergleichen wir nun hier. Das ist noch einmal die Kompasswanderkarte. Da sind Sie den Weg direkt über den Berg gegangen, also der ist da gar nicht eingezeichnet in der Wanderkarte. Dann Bergfax ist eben auf OpenStreetMap basierend, da sieht man recht schön, da steht sogar T5 dabei. Also da weiß man gleich, okay, könnte schwierig werden. Dann habe ich da aus dem Web jetzt eine andere OSM-Ansicht mit eingeblendeten Wanderwegen. Da sieht man auch, die gehen eher am Berg vorbei, nicht drüber. Da ist da zwar schon ein Weg, aber der ist eben nicht prominent hervorgehoben. Ja, Komoot, wenn man das jetzt ohne Legende anschaut, ist der Weg, wirkt relativ präsent eigentlich. Bei näherer Auflösung sieht man zumindest da ein bisschen dieses Gefälle dargestellt. Das ist, wie soll man sagen, die Wanderwege werden leider nur im Abo eingeblendet. Also im Abo gäbe es dort auch die Schwierigkeitsgrade zu sehen. Aber die meisten werden es wahrscheinlich ohne Abo nutzen und haben dann eben diese Ansicht. Finde ich eigentlich von der Entscheidung her recht schade, weil das doch ein gewisses Sicherheitsfeature ist, eben den Schwierigkeitsgrad klar zu präsentieren. Dann OSM-Ant nochmal, da habe ich, also wie gesagt, das ist immer, hängt immer sehr von der Darstellung ab, da habe ich die Schwierigkeitsgrade eingeschalten und dann werden sie dargestellt. Da sollte man dann eben nur wissen, dass also violett nicht heißt guter Wanderweg, sondern wirklich Schwierigkeitsgrad T5. Ja, das nächste Beispiel ist leider nicht so glimpflich ausgegangen, da hat es Todesfälle gegeben und es ist dann auch in den bayerischen Medien ist dann über die Wander-Apps diskutiert worden und das Beispiel ist aber relativ interessant auch zum Anschauen im Kartenmaterial. Hier geht es noch einmal um T5, anspruchsvolles Bergwandern. Die Apps wie jetzt, also Kompass, die jetzt nicht auf OpenStreetMap basieren, Kompass und ÖK50, also das ist zwar in Bayern, aber es ist dann noch von der österreichischen Karte erfasst, weil es nah an der Grenze ist, die haben da gar keinen Weg drinnen. Wenn wir uns das mit MAPI-CZ anschauen, da ist der rote ist der Wanderweg und da sieht man dann schon diese gefährlichen Wege, die sind dann recht fein gepunktelt, da sieht man auch diese Felsen, die man da herauskennen kann. Das heißt, es ist zwar da kein direkter Hinweis auf den konkreten Schwierigkeitsgrad, aber es wird dann zumindest feiner gepunktelt. All Trails habe ich mir auch noch angeschaut, nutzt auch OpenStreetMap, hat in der Standardansicht gar keinen Weg. Man kann allerdings zwischen verschiedenen OpenStreetMap-Kartendarstellungen wählen. Dann hat man dann einen Weg, der sich nicht wesentlich vom anderen unterscheidet. War meines Erachtens also auch nicht ideal. Und dann hier wieder OSM mit Wanderwegen und Schwierigkeitsgraden eingeschalten, ausnahmsweise ohne Höhenlinien jetzt. Aber da sieht man recht dick den Wanderweg, recht eindeutig. Dann das ist ein Schwierigkeitsgrad, ich glaube T2. T2 bis T3 war das, T2 und der ist gleich T3. Und da sieht man, dann wird es wieder dunkelviolett, das sind dann schon die sehr schwierigen Verhältnisse. Und man sieht dann, wie gesagt, klar auch der Wanderweg. Ja. Dann schauen wir mal, was die beliebten Tourenportale machen. Die nutzen auch alle OpenStreetMap. Und zusätzlich haben sie halt natürlich online einige Wanderungen vorgegeben. Das war die Situation im Jahr 2002, als es da zu diesem Unglück gekommen ist. Schauen wir, was sich da in der Zwischenzeit verändert hat. Und da sieht man,
Ja, bei den anderen zweien jetzt wenig, aber Bergfex hat da relativ gut nachgebessert auch und man sieht jetzt also wirklich Schwierigkeitsgrad in anderen Farben als der Wanderweg mit klarer Angabe der Schwierigkeit. Komoot, wie gesagt, hätte das nur im Abo. Bergfex ist so, dass er, auf der App wird das Ganze ausgegraut, wenn man näher reinzoomt, also solange man nicht das Abo hat. Aber man sieht zumindest die Wanderwege und den Schwierigkeitsgrad. Ja. Dann, ah ja gut, das ist eine Erinnerung für mich selber, die Folie, dass ich, also ich habe jetzt viel über Österreich geredet, man muss sich das immer je nach Land anschauen, wie gut die Wanderwege sind. Das ist ein Beispiel jetzt aus Taiwan, wo ich vor einem Jahr da irgendwo experimentell irgendeinen Weg ausprobiert habe. Der ist dann relativ durch dichten Wald gegangen und von einem Bach versperrt worden. Deswegen ist halt immer die Sache, die Wanderwege sind für mich einfach ein guter Indikator, dass diesen Weg jemand regelmäßig geht. Hier gibt es schon auch Wanderwege, die sind anscheinend noch nicht voll erfasst. Aber es ist natürlich immer eine gute Idee, wenn man jetzt woanders herumreist, dass man sich ein bisschen vertraut macht, wie gut das Kartenmaterial ist. Es sind also wirklich die Wege, sehr viele Wege drinnen. Man muss nur wissen, manchmal kann es vielleicht ein bisschen experimentell werden, wenn man irgendwelche ausprobiert, die jetzt da offiziell nicht irgendwo auffindbar sind. Ein Thema ist auch sicher dann in solchen Ländern, ob die App auch die lateinische Schreibweise von den Orten anzeigt. Das kann dann auch hilfreich sein. Zum Navigieren. Beim Wandern oder beim Gehen selber, muss ich sagen, finde ich es einfach wichtig, das Kartenmaterial zu kennen und einfach, ja, dass man einschätzen kann, wo ist man, welchen Weg geht man. Am Berg gibt es dann schon die Möglichkeit zu navigieren, also diese App, das ist dann wieder Mappi, die zeigt oben sogar die Wandermarkierungen an, nach denen man Ausschau halten kann. Und zur Zeitschätzung ist es natürlich auch immer recht gut, muss ich sagen, seitdem wo ich das OSM 1 das erste Mal verwendet habe, da war die Zeitschätzung noch sehr optimistisch immer und das ist momentan schon recht gut geworden, also das hat sich stark verbessert. Ein Vorteil ist auch immer, wenn man in der Stadt herum navigiert, sind natürlich die Durchgänge. Hier sehen wir unten Google Maps, kennt da zum Beispiel keinen Durchgang, OpenStreetMap schon und deswegen würde er den Google Maps da rundherum schicken, statt diesen Durchgang zu verwenden. Ja, ja gut, dann eben noch zusammenfassend ein paar Anmerkungen, die gelten dann auch für die Radfahr-Apps, die wir dann gleich sehen werden. Ja, wolkenfrei, weil es das Thema ist. Offline-Karten sind natürlich ein Faktor, können die Open-Source-Programme wie OSM-End oder Organic Maps, wobei das meines Wissens jetzt keine Wander- und Radwege drinnen hat, so wie Mappi CZ kann auch Offline-Kartenmaterial, da muss man sich auch nicht registrieren. Allerdings, wenn man sozusagen am PC vorplanen will, dann ist eine Registrierung nötig, wo dann auch die Telefonnummer abgefragt wird. Ja, aber es gibt eben auch OSM1 selber, da gibt es sozusagen kein Wanderportal auf der Gegenseite, da sind dann GPS-Dateien zu importieren, das wird natürlich unterstützt. Eine Anmerkung ist vielleicht noch, dass Offline-Kartenmaterial nicht automatisch heißt, dass eine App auch offline navigieren kann. Also es gibt Apps, die bieten dann zwar Offline-Kartenmaterial, aber fürs Navigieren müssen sie dann online etwas abfragen. Ja, für OSM-End die Höhenlinien ist vielleicht zum Anmerken, die sind extra zu runterladen. Da ist es so, bei F-Droid gibt es eine kostenlose Variante, wo es auch die Höhenlinien kostenlos gibt und ansonsten im Play Store würde man dann eben spenden für das Projekt. Ja, manche, gut, soweit hat man es auch gewöhnt, passt. Dann gehen wir zur Fahrradnavigation. Fange ich jetzt mit der rechten Spalte an. Es gibt eben sonst als Kartenmaterial, eben Garmin hat, soweit ich weiß, eigenes, aber die haben das für Hardware-Lösungen, also für Fahrradcomputer und so weiter. Das habe ich eben nicht ausprobiert, weil ich so ein Gerät nicht habe. Google hat ein eigenes Material, wo eben teilweise die Radwege fehlen oder oft meistens sogar ignoriert werden, würde ich vielleicht sogar sagen. Wir sehen dann auch Beispiele. Und wir mit Schlör und Bing und so, die ihre eigenen Karten haben, sind auch sehr auf Autos ausgerichtet. Dann sehen wir hier wirklich die speziellen Fahrrad-Apps, die nutzen alle das OSM-Material. Ja, das sind in den verschiedenen
ich sage mal, in den ersten zwei Zeilen, die sind jetzt wirklich speziell aufs Fahrrad zugeschnitten. Dann gibt es Mappi und Komoot sozusagen die Allrounder, die auch fürs Wandern oder im Fall von Mappi auch fürs Auto gehen. Und dann haben wir die Open Source Apps. Ja, ein Beispiel, das ich mir rausgenommen habe, weil ich es recht interessant finde, ist, da habe ich gesagt, ja, machen wir jetzt die Route von der Volksschule St. Peter bis zum LKH. Und da ist zum Beispiel die Situation oben in Tick, also das ist die Grazer Radkarte, die es online gibt und das Folder, ja, und da sind wir oben, Tick ist eigentlich der offizielle, der gute Radweg oder die Radroute, und das, was da teilweise grün ist, das sind eigentlich eher Schleichwege, das sind nicht spezielle Fahrradstrecken, sondern einfach wenig befahrene Gassen. Und da würde man meiner Meinung nach, wäre eben der ideale Weg, da bei diesen Schleichwegen da herumzufahren und dann oben auf diese Radroute kommen und dann von dort hin. Jetzt gibt es einige Apps, die schicken einen dann direkt über den Ruckelberg. Jetzt kann man natürlich sagen, der Begriff Berg ist da vielleicht trotzdem zu hoch gegriffen, aber es sind trotzdem Höhenmeter, die man sich eigentlich sparen würde. Also ich würde da nicht da einfach auf den Ruckelberg rauffahren und dann dort wieder runter. Dann einige Apps schicken einen über die Hauptstraße, und das ist dann auch die Option, die man vermeiden will. Dann Organic Maps und Google Maps haben einen überhaupt da unten die Petersgasse reingeschickt und dann wieder rüber. Also die haben gedacht, Hauptstraße vielleicht ein bisschen vermeiden, und dann, ja, das ist aber auch nicht wirklich besser. Also ein Faktor ist natürlich, welche Optionen man wählt. Da gibt es dann, je nach Freizeit und Kondition, kann man ein bisschen ausprobieren, aber oft ist es sinnvoll eigentlich, wenn gleich, ohne dass ich viel herumprobieren muss, ein möglichst sinnvoller Vorschlag kommt. Da habe ich dann doch im Online-Portal von Garmin nochmal nachgeschaut. Also ich weiß jetzt nicht, ob das der gleiche Routenvorschlag ist, der dann am Gerät gemacht wird, aber interessant ist schon, dass der dann da über die Hauptstraße trotzdem geht und dann da in den Fahrradweg hinein, oder dass er da den Fahrradweg zumindest kennt, genau. Ja, das ist die Lehnhardtstraße, weil er kennt zwar die Fahrradwege, aber vom Routing her war das interessanterweise trotzdem über die Hauptstraße. Und jetzt schauen wir, was jetzt das OpenStreetMap-Material angeht, zum Beispiel Bike Citizens. Da muss ich sagen, das war in der Stadt oft recht gut, weil ich wirklich gesagt habe, genauso würde ich fahren. Das ist oft, nimmt kleine Umwege in Kauf dafür, dass man schön am Fahrradweg bleibt. Ist die Option, die ich sozusagen gern mag. Dann Komoot hat auch den Schleichweg genommen, fährt dann zum Schluss ein bisschen anders. GeoVelo schlägt eine Route vor, die geht dann doch ein bisschen über den Berg, aber die andere wäre dann der Schleichweg. Und hier Google Maps im Vergleich war, wie gesagt, zuerst unten über die Bettersgasse da und dann doch da oben, fährt dann oben andersrum. Und ich habe jetzt bei Google Maps, den Zielpunkt habe ich da hingesetzt, absichtlich, um zu demonstrieren, dass es den Fahrradweg nicht kennt, weil da dazwischen ist sozusagen, ich blende das jetzt nochmal mit dem Pfeil ein, dazwischen wäre eben der Radweg entlang des Leonhardbachs, und wenn man jetzt Google Maps verwendet, wird da drauf, also praktisch da hingeschickt, wo viel Autoverkehr ist, und wieder zurück rein, weil es einfach den Radweg nicht kennt. Und da muss man sagen, da haben wirklich alle von diesen, die auf OpenStreetMap basieren, die würden das nicht machen, also die würden einen sicher über diesen Radweg schicken. Das ist dann schon mal ein weiterer Vorteil. Eine andere interessante Strecke ist noch ja, vom Liebenauer Stadion bis zum Hauptbahnhof, was auch interessant ist, wie das dann mit dem Radweg gelöst wird. Da haben wir von Navig hier ein Beispiel, wo ich finde, ja, das passt eigentlich eh, da geht es den Radweg Konrad-von-Hötzendorf-Straße hinauf, dann da irgendwie beim Augartenpark Richtung Murradweg und da oben halt dann sozusagen so irgendwie zum Hauptbahnhof. Interessant habe ich die Lösung von Cyclers gefunden. Die schicken einen Tag auf den Murradweg und da hinauf. Ist an und für sich auch nicht schlecht. Mir schlagt das dann nur oben ein bisschen zu viele Haken. Also ich habe das ja, kürzlich noch einmal ausprobiert. Manchmal ist es wirklich ein Haken um einen Häuserblock, wo man sich fragt, warum eigentlich. Und das ist leider auch das von OSM Arndt, wo ich sage, warum das fürs Fahrradfahren jetzt nicht die besten Vorschläge liefert. Dann interessant ist auch ja, Überlandstrecke. Da habe ich jetzt eingegeben, einfach von Graz nach Marburg. Da fährt man dann größtenteils den Murradweg und in Slowenien dann am offiziellen Radweg weiter. Da ist auch je nach Einstellung, also man sieht der Radweg, das ist da in dem Fall von BikeMap, die
ist der grün dargestellt, der Murradweg wird standardmäßig da abgekürzt. Man kann dann eben auch den Punkt drüber ziehen oder bei Naviki, wenn man dann als Option Freizeit wählt, dann hält sich das Ganze eher an den Radweg. Da haben wir dann die slowenische oder die Seite im Grenzgebiet. Komoot hält sich da auch schön an der Hauptroute. Also da habe ich jetzt die Darstellung, wie das wäre, wenn man das Abo hat. Das sind die Wege eingeblendet. Da sieht man, es hält sich an der Hauptroute. Und das Bike Citizens, das ich in der Stadt sehr gut gefunden habe, das ist dafür bei diesen Landwegen eher, habe ich das schlechter gefunden wieder, weil sie es eben nicht an den Radwegen orientiert, sondern einen da über das Hügelland in der Weinstraße und dann irgendwo schickt. Also mein Hügelland wird sie dort eh nicht ganz vermeiden lassen, aber es gibt sozusagen einen offiziellen Radweg, der sicher nicht der schlechteste dann ist. Ein Thema sind auch die Waldwege. Da habe ich in Graz Umgebung ein bisschen probiert und dann einfach zwei Punkte Start und Ziel genommen, wo dann eben der Brühlwald dazwischen liegt. Und das ist oft das Problem, dass im OpenStreetMap-Kartenmaterial das Fahrrad nicht explizit ausgeschlossen wird von solchen Wegen. Und jetzt wird manchmal drüber geroutet. Also das war das Fahrradrouting von OpenStreetMap.org selber. Dann das Navi geschickt einen da anders durch den Wald. Aber es machen dann auch einige richtig, weil sie dann trotzdem irgendwie erkennen, dass sie diese Wege nicht nehmen. Also da habe ich jetzt, das ist glaube ich, Mappi, dann habe ich da Komoot. Und ja, in dem Fall tut sich natürlich Google Maps leicht, weil die kennen diese ganzen Wege da drinnen überhaupt nicht. Ne? Aber vielleicht ist es eine gute Idee, ein bisschen aufzupassen, wenn man jetzt von der App da in ein Tal reingeschickt wird und dann auf einmal plötzlich durch den Wald dann auf die andere Seite weiter. Da sollte man schon sagen, na, vielleicht lieber nicht den Weg nur wirklich nehmen, wenn man selber wirklich weiß, dass man da durchkommt. Auch. Ein Thema sind auch sozusagen die Zoomstufe oder die Darstellung von den Radwegen direkt bei der Navigation. Da muss ich sagen, war bei Bikemap das eigentlich sehr gut erkennbar in der Stadt. Bei Naviki habe ich da ein bisschen mit den Einstellungen basteln müssen, aber wenn man dann die Häuser einblendet, dann funktioniert das auch gut. In der Stadt ist manchmal einfach ein bisschen das Problem, dass wenn einige Wege jetzt zusammenkommen, dass es wirklich im Fahren manchmal nicht immer so leicht ist. Ja, dann, gut, da ist noch ein Beispiel, wo es falsch eingetragen war im OpenStreetMap. Da wollte mich nämlich nicht über den Radweg schicken. Also orange ist die vorgeschlagene Route und das ist der Radweg. Da habe ich den Punkt schon raufgezogen und er schickt mich nur da kurz rauf und dann wieder weiter. Da war sozusagen der Fehler, dass da unten rot eingekastelt Vehicle auf No gesetzt worden ist. Das kann man dann selber ausbessern, wenn man die Fehler findet und das habe ich dann in dem Fall ausgebessert, das heißt künftig kann man da fahren, aber manchmal ist auch wirklich ein Fehler im Kartenmaterial, da kann dann auch die App wenig dafür. Dann gehen wir, gut, es gibt ein paar interessante Features, zum Beispiel, ja, das ist wie schnell erreiche ich, was erreiche ich in 10 Minuten oder kann ich eine Rundfahrt machen, eine Heatmap, ein Faktor ist vielleicht die Suche. Man sieht, da ist halt Google oft schon gut, aber es gibt auch andere Apps, die das gut können, aber es ist natürlich schwierig. Bei LKH Graz kriege ich gleich 6-mal LKH Graz 2 und so weiter. Also manchmal ist das schon etwas schwierig, dann vor lauter Bäumen, vor lauter Wald den Baum zu sehen oder so. Dann aufpassen muss man eben, weil wir dann wieder mal bei Wolkenlos sind. Eine App war wirklich standardmäßig so eingestellt, dass die Route, wenn ich sie mache, gleich aufgezeichnet und hochgeladen und öffentlich ersichtlich ist. Also das war wirklich gleich auf öffentlich gesetzt. Ich habe die dann darauf aufmerksam gemacht und ich glaube, sie haben das dann wirklich auf privat gestellt, defaultmäßig. Aber da sollte man dann auch aufpassen. Deswegen noch einmal die Erwähnung der drei Apps, wo das auch wirklich wolkenfrei möglich ist. Und abschließend bleibt noch zu sagen, dass ich das auch wirklich gern, das OpenStreetMap-Kartenmaterial gern verwende, um Ausflüge zu planen, weil wenn man das wirklich mit diesen Fahrradrouten hat, da sieht man dann wirklich 3-Länder-Fahrradweg und was es da alles gibt. Also das ist dann schon sehr, sehr aussagekräftig eigentlich. Nicht zu vergessen ist oft, dass manchmal vielleicht manuell
die Wanderoptionen einzuschalten sind, um das so zu sehen. Aber dann hat man eben Ausflugsziele und so weiter. Gut, dann sind wir eh schon beim Fazit. Ja, Wanderwege, Radrunden einblenden ist sehr hilfreich, also das kann ich nochmal wiederholen. Dann mit der App und der Legende vorab vertraut machen und einmal vielleicht ein bisschen anschauen und nicht erst, wenn man schon am Weg ist. Und ich wollte da keine explizite Präferenz jetzt aussprechen für irgendeine App, aber ich sage, bei den Fahrradwegen zum Beispiel kann man mal mit einer bekannten Strecke in der Umgebung testen und schauen, ob die Vorschläge einem sinnvoll erscheinen. Open Source OSM für Wandern, wie gesagt, sehr gut. Aufholbedarf sehe ich da noch bei der Fahrradnavigation, wo meiner Meinung nach wirklich die Spezial-Apps oft sehr gut waren. Und für alle, die sozusagen eine einsteigerfreundlichere Darstellung brauchen, ist Mappy CZ zwar kein Open Source, aber eine kostenlose, übersichtliche Alternative. Und dann noch der wichtigste Punkt mit Spezialeffekt ist, dass eben OpenStreetMap sich wirklich als wichtige Grundlage dafür Wander- und Radwege etabliert hat und damit für viele Apps eine Vorlage bildet. Ja, und wir da ohne OpenStreetMap eigentlich so eine genaue Darstellung dieser Wege gar nicht hätten. Gut, dann hoffe ich, dass da jetzt einige Punkte dabei waren, die interessant sind. Also man hätte sicher viele Sachen noch hätte man sehr ins Detail gehen können oder vielleicht drüber diskutieren. Vielleicht ist das dann eine Anregung für einen Vortrag, den dann wer anders mal nächstes Jahr machen will. Aber ja, ich hoffe, dass das doch ein paar sinnvolle Tipps dabei waren. Ja.